Hier ist Herms Promi Corner. Ich, Juli Gilde, bin mit dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herms Promi Corner. Ich freue mich sehr, eine junge Künstlerin begrüßen zu dürfen. Sie heißt Juli Gilde und sie sitzt mir jetzt auf der anderen Seite des Zoom, der Zoom-Leitung gegenüber. Und ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Juli. Hallo, ich freue mich total, hier sein zu dürfen. Bevor wir gleich über deine Musik reden, da gibt es ein paar schöne Geschichten zu und ich habe mir auch die Videos dazu angeguckt. Das machen wir gleich, aber vielleicht bist du so nett, in 2, 3 Sätzen mal ein bisschen was zu dir erzählen, damit die Hörer wissen, mit wem sie es denn so in den nächsten Minuten zu tun haben. Ja, also ich bin Juli, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Berlin. Ich mache schon sehr lange Musik und habe jetzt im Februar meine erste kleine EP rausgehauen und genau, spiele jetzt ein paar Konzerte im Sommer und hoffe, dass da bald noch mehr Musik kommt, die ihr dann auch hören könnt. Du hast es gesagt, du machst schon sehr, sehr lange Musik. Ist das irgendwie familiär vorgeprägt? Hast du das irgendwie in die Muttermilch mitgekriegt, wenn ich das jetzt mal so ganz lax sagen darf? Also könnte man schon so sagen. Es ist jetzt nicht so, dass meine Eltern Musikerin sind, aber meine Mama singt wahnsinnig gerne, selber musikalisch. Hatte nicht die Möglichkeit, das beruflich zu machen und auch nicht das Bedürfnis, aber also meine Eltern haben mich ganz früh in die Musikschule geschickt und dann irgendwie versucht da, als sie gesehen haben, dass da irgendwie was da ist, so Talent, Interesse, das dann zu fördern. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Du hast dann irgendwann ja deine Leidenschaft und Liebe zur Musik entdeckt, wahrscheinlich dann ja auch als Kind schon, wenn du sagst, so früh in die Musikschule. Ich kann mich bei mir in der Schule erinnern, da war dann Blockflöte in der Grundschule sozusagen Pflicht. Zumindest die ersten 3 Jahre in Hessen, wo ich aufgewachsen bin. Aber wie ist es denn so weitergegangen? Kannst du dich denn noch an deine ersten Anfänge, ich sag jetzt mal, komponieren, Texten erinnern? Vielleicht sogar an den ersten Song, um das jetzt mal so ein bisschen zu benennen, weil es meistens sind es ja immer so Fragmente, mit denen man anfängt. Ist das so bei dir auch hängen geblieben? Also ich habe als allererstes Keyboard spielen gelernt und dann irgendwann halt beim Üben, weiß ich nicht, experimentiert und dann halt so kleine Sachen irgendwie komponiert. Und das war dann aber alles ohne Text. Und irgendwann, ich glaube, ich war irgendwie 8 oder 9, eine Tante von mir hat geheiratet und es wurde gefragt, ob man irgendwie einen Beitrag dazu leisten möchte. Und dann habe ich meinen ersten kleinen Song geschrieben. aber so richtig regelmäßig hat es erst stattgefunden, als ich 12, 13 war. Ich gemerkt habe irgendwie, okay, das macht mir Spaß und habe dann auch Gitarre spielen gelernt, was irgendwie mir mehr gelegen hat. Und seitdem schreibe ich viel und es macht mir Spaß. Gleich nochmal raus. Du hast es eben gerade gesagt, du kommst aus Berlin. Was ist das Besondere an dich für Berlin? Jetzt mal abseits des Touris sozusagen, mal ein Geheimtipp aus der direkten Berliner Sichtweise. Also für mich ist das Besondere an Berlin, dass es so eine riesige Stadt ist, die wirklich jedes Mal, wenn ich einen Ausflug, also ich wohne am Stadtrand, meine Eltern wohnen am Stadtrand, und ich habe dann die Stadt halt für mich entdeckt, als ich 12, 13 war und irgendwie schon alleine losziehen konnte mit Freunden. Das ist wirklich jedes Mal irgendwas Neues zu entdecken gibt, irgendeinen kleinen Park oder einen Gang zwischen den Häusern, den man davon nicht kannte. Und das ist so, ich wohne jetzt in einer kleineren Stadt, die also wirklich deutlich kleiner ist. Man braucht irgendwie 10 Minuten überall hin zu Fuß und das ist oder höchstens 2,5 Stunden, was sehr besonders ist. Und in Berlin kann man sich halt komplett, also total aufgehoben fühlen, weil irgendwie jeder, also es ist gleichzeitig jeder willkommen und es ist den Leuten im Prinzip komplett egal, wer du bist. Natürlich gibt es auch Ausnahmen und Diskriminierung in alle möglichen Richtungen, aber ich habe das Gefühl, dass es da einfacher ist, weil halt so viele Menschen da sind und weil jeder irgendwie seine Ecke finden kann, in der er sich wohlfühlt. Jetzt muss ich ein bisschen harten Break machen. Jetzt kommen wir zur Musik. Und zwar, du hast es eben gesagt, du möchtest im Sommer viel live spielen. Man sieht ja auch bei YouTube sind so ein paar Live-Sachen von dir auch zu sehen. Aber was mich immer interessieren würde, Juli, wäre, was läuft so vor dem Auftritt bei dir ab, so 20 Minuten, 30 Minuten vorher? Hast du da irgendwelche Rituale, die du natürlich verraten magst? Gar nicht die Frage. Oder ja, was muss
ablaufen, damit du sagst, jetzt habe ich richtig Bock, jetzt das brauche ich unbedingt, um auf der Bühne Vollgas geben zu können? Also bei mir ist so ein Ding, ist, ich schreibe meine Setlist immer ganz, ganz kurz vorher. Also meistens schmeißt man, also mittlerweile haben wir so ein Standard-Set, aber dann schmeißt man doch immer irgendwas raus oder macht was anders und eben immer ganz kurz vor knapp. Und ansonsten, ich trinke sehr gerne Mate und das hilft mir irgendwie. Ich weiß nicht, es ist zu so einem Ritual geworden, wenn ich irgendwo spiele, immer die Mate da. Und ja, dann kann ich mich besser konzentrieren, obwohl das natürlich auch total aufputscht, aber ja. Ja gut, wenn das Aufputschen wirkt, ist es ja auch schön dann fürs Publikum. Also wenn du dann auf der Bühne stehst und das Publikum vor dir hast, wie wichtig ist dir der Austausch mit den Leuten, die dir zuhören oder die wegen dir gekommen sind oder die auch neu sind und interessiert sind? Also sage nicht so viel auf der Bühne und habe trotzdem das Gefühl, dass das Publikum immer da ist, weil man natürlich in diese Gesichter schaut und sieht, wie die Menschen, was man singt, was man irgendwie da von sich gibt. Und ich finde es eher sehr schön, sich dann im Nachhinein mit den Menschen zu unterhalten und irgendwie deren Geschichten zu hören. Manchmal erzählen die Leute, dass sie eben eine ganz ähnliche Situation selbst erlebt haben. Und das ist dann irgendwie total schön. Auf der Bühne beschränke ich das meistens einfach auch, weil ich dann eher die Musik sprechen lassen möchte. Und genau. Okay, dann gehen wir mal ein Stück weiter. Die EP haben wir ja schon angesprochen. Die heißt French Book Wood, sozusagen die Übersetzung von dem Stadtteil Französisch Buchholz in Berlin. Was ich, den Stadtteil kannte ich nicht. Ich war jetzt schon viel in Berlin und habe auch viele Stadtteile gesehen, aber das sagte mir jetzt erstmal gar nichts. Aber jetzt mal unabhängig von der Namensfindung, was natürlich interessant wäre, von dir auch zwei Sätze zuzuhören, wie du darauf gekommen bist, das so zu nennen oder das, die vier Songs der EP so zu nennen. Aber was war das für ein Gefühl, wie die EP jetzt fertig war? Und ich mache jetzt mal ein Bild in Anführungsstrichen. Der Postbote bei dir geklingelt hat und gesagt, hier, Juli, ist deine EP mit den Songs mit einem Drum und Dran. Was ging da in dir vor? Wie jetzt sozusagen, okay, jetzt ist VÖ, also Veröffentlichung, jetzt ist alles fertig, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Es war natürlich total schön. Also diese CDs, wir haben, also ich und mein Produzent haben jeweils CDs zugeschickt bekommen. Ich war eben gerade da, weil wir geprobt haben und dann, ich weiß nicht genau, kam irgendwie ein Paket an bei ihm und wir haben diese, es ist da, es war sehr, sehr schön. Es war sehr besonders und dann irgendwie, ja, alles, dieses Gesamtpaket zu sehen, für das man so lange gearbeitet hat und dann einfach auch so viele Menschen beteiligt waren, dass war schon besonders. Und ja, es hat sich auf jeden Fall auch für mich persönlich gelohnt, weil ich, das war eine lange Reise, die mir aber sehr, sehr viel gegeben hat, auf jeden Fall. Dann lass uns mal in die EP einsteigen. Da sind vier Songs drauf. Ich habe mir mal drei von vier ausgesucht, das jetzt mal ohne Wertung, weil ich sie alle vier gut finde. Aber zu zweien gibt es auf jeden Fall auch ein Video, was heutzutage ja auch eben faktisch dazugehört. Aber fange ich mal an mit dem Song Anders heute. Das war, glaube ich, ja auch eine der Singles sozusagen. Was ist das Besondere an dem Song für dich? Das ist ein Song, der sehr, sehr lange irgendwie in mir gewachsen ist. Also das Thema war schon, glaube ich, 2 Jahre lang irgendwie präsent und auch der Chorus, die Worte waren irgendwie schon so lose da. Ich wusste, dass ich irgendwann diesen Song schreiben muss, aber es hat eben sehr lange gedauert und dann, wie es manchmal so ist, hat es irgendwann geploppt und alles war da, Text, Melodie, innerhalb von 20 Minuten alles fertig eingesungen und also natürlich eine Demo, aber der Song war im Prinzip fertig und das, ja, es hat irgendwie auch für mich so einen Abschnitt und vor allem natürlich einen Abschied, wenn man sich den Song anhört, markiert wirklich mal so bei einer bestimmten Freundschaft oder Begegnung einen Schlussstrich zu ziehen und in eine andere Richtung zu gehen. Deswegen ist der Song sehr wichtig.
Dann gibt es den Song Stadtrand. Das passt ja letztendlich auch zu dem Namen, weil ich glaube, du hast es ja vorhin gesagt, Berlin am Stadtrand ist der Ort, wo deine Eltern leben, wo du aufgewachsen bist. Und so heißt auch der Song Stadtrand. Was ich im Video eigentlich so schön fand, war diese Gartenkolonie, dass du mit deinen Freundinnen da anscheinend wirklich ja Spaß gehabt hast. Aber was mich in meine Erinnerung zurücklaufen lassen hat, sozusagen gedanklich, war die Zeile, illegale Fahrradrennen bis zur Eisdiele. Kann ich mich gut daran erinnern, so ähnlich war das bei mir auch als Kind. Und ich fand, das war so eine schöne Zeitreise für einen selber. Wie ist es dir denn ergangen, wie du den Song geschrieben hast? Weil so alt bist du ja noch nicht, dass ich sagen kann, also bei mir liegt die Kindheit ewig gefühlt zurück. Aber bei dir ist es ja noch nicht so lange her. Und wie viel Spaß hat es denn mit den Mädels gemacht, das Video zu machen? Den Song, das war erst Gedicht, das sich dann aber auch irgendwie so ergeben hat als Song. Manchmal ist es ja so, dass der Text zuerst da ist oder die Musik. Und hier war eben der Text zuerst da. Und ja, der Musikvideodreh war fantastisch. Also es hat total großen Spaß gemacht. Am Ende gab es so eine riesige Farbschlacht in einem verlassenen, ich weiß gar nicht, so ein alter Hof. Da hatten wir auch dann ein bisschen Probleme, weil das am Ende eingezäunt war und davor, als wir die Location besucht hatten, eben noch nicht. Und das war total schön. Ich hatte nur am Tag davor meine zweite Impfung bekommen und dachte, ach doch, das schaffst du, du musst das jetzt durchziehen. Ich war am Ende des Tages natürlich komplett fertig und lag danach erstmal, glaube ich, 2 Tage flach, aber hat sich trotzdem gelohnt. Das war ein super Tag. Super schöner Sommertag. Also für alle, die eine Zeitreise in ihre Kindheit machen wollen, Stadtrand sollte man A angucken, sich anhören. Das hast du alles auf den Punkt getroffen und ich habe es dir erzählt, ich habe mich da auch gleich wieder gefunden. Ganz im Gegensatz dazu ist ja eigentlich der Song Polly und auch das Video. Da gibt es die Zeile, wo soll ich hin mit all dem Krempel und dem Krach? Das ist sozusagen auch viel Berlin bei Nacht, um das jetzt mal sozusagen, oder eine Stadt bei Nacht aufgenommen. Mit einer jungen Frau, so die im Gefühl in einem Spannungsfeld ist, würde ich behaupten, ja, zwischen ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, aber irgendwie muss es dann doch weitergehen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt das falsch interpretiere, aber so kam es mir halt vor, wie ich den Song gehört habe und auch die Bilder gesehen habe. Stimmt das so meine Interpretation oder ist da eine andere Intention hinter gewesen bei dir? Doch, er hat so ziemlich dieses Gefühl, also dass man, worauf genau man keinen Bock hat, das kann man ja für sich selbst dann auslegen, aber ja, in dem Song geht's eben um jemanden, der eigentlich komplett fertig ist mit dem, was gerade passiert ist und unbedingt aus einer Situation fliehen muss und will. Wieso sei jetzt auch mal, also kann man auch sich selber irgendwie noch dazu denken, aber eben dann irgendwie an der roten Ampel steht und das ist scheiße, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin soll. Also ich habe jetzt diese 2 Taschen und einen riesigen Kopf voller sich drehender Gedanken, aber eben kein Ort, an dem ich mich aufgehoben fühlen kann. Und ja, genau. Und da haben wir dann mit Lynn eben dieses Musikvideo gedreht und sie hat es sehr treffend dargestellt. Nicht. Absolut. Und ich habe mir die beiden Videos hintereinander angeguckt und das war also wirklich gefühlt auch so ein Quantensprung von den Emotionen für mich jetzt erstmal. Erstmal so alles locker, leicht und schön und dann genau das Gegenteil eigentlich dazu. Aber ich denke, auch das macht uns Menschen ja aus. Wir haben eben ja auch verschiedene Facetten und Erlebnisse und Situation. Juli, habe ich ein bisschen über dich natürlich recherchiert und auch von deinen Radiopromotoren ein paar Infos bekommen. Und was mich sehr gefreut hat, weil ich finde den Vergleich nicht so schlecht, aber ich finde manchmal ist Vergleichen sich mit jemandem oder wenn man mit jemandem verglichen wird, ja auch immer schwierig. Du bist ja mit viel, ohne dass du was veröffentlicht hast, in dem Sinne wie die EP ist, das hast du ja viele Interviews gemacht und du warst ja schon sehr gefragt, um das jetzt mal so zu formulieren. Und dann tauchten eben auch die Vergleiche mit Dota Care, großartige Künstlerin, die auch schon mal Gast in meiner Sendung war, und Judith Holofernes auf. Nimmst du das als Kompliment an oder denkst du, also erstmal bin ich das nicht, weil ich bin Juli Gill, so Punkt, das erstmal. Und auf der anderen Seite, Vergleiche sind ja auch immer schwierig. Man wird dann ja in eine Ecke gepackt, in die man vielleicht gar nicht so
ganz rein will, obwohl mit diesen beiden großartigen Frauen verglichen zu werden, sicherlich sich ja erstmal schön anhört. Ja, genau. Also es ist eben so dieses zerrissen sein vielleicht nicht, aber natürlich, ich habe große Ehrfurcht vor diesen beiden großartigen Künstlerinnen und habe auch die Musik von beiden sehr viel gehört in den letzten Jahren. Und ich finde das eigentlich, ich finde es total richtig, dass man irgendwie das in einen Kontext versucht zu setzen, wenn man das irgendwie Menschen vor die Nase hält und das ist so, ja, es ist eine Künstlerin, aber wir sagen jetzt mal nichts dazu, sondern du musst es dir anhören. Und das ist, glaube ich, so die Schwelle, sich das wirklich auch anzuhören oder anzuschauen, viel, viel höher, als wenn man irgendeinen Bezug hat, irgendwas aufstellt, so ja, in die Richtung könnte das gehen, vielleicht gefällt dir das ja. Und von daher, ja, man möchte natürlich auch irgendwie seine Alleinstellungsmerkmale haben, aber dadurch, dass ich zumindest bei Dota und Jüdisch Unfairness die Texte sehr schätze, finde ich das eigentlich auch schön, wenn man das da bei mir mit in den Kontext setzt, fühle ich mich auch geehrt. Gut, dann will ich mal hoffen, dass es für dich weniger Fluch, sondern mehr Segen nachher ist, dass du dann aber trotzdem so deine eigenen Spuren hinterlässt in der Musikbranche. Jetzt habe ich hier noch Stichwort die höchste Eisenbahn, großartige Band und du durftest Support für die spielen. Wie ist das zustande gekommen, Juli? Ich wollte das, seit ich die höchste Eisenbahn das erste Mal gehört habe, tatsächlich dachte ich, ja, das ist so eine tolle Band, ich will unbedingt mal Support für die spielen. Habe mit meinen Freunden da rumgescherzt und dann haben wir letztes Jahr ungefähr um die Zeit uns mit jemandem getroffen, der Booking macht, auch für die Eisenbahn und auf Moritz Krämer. Und dann war wenn sich das anbietet, dann könntest du da ja mal spielen, dann war das natürlich irgendwie im Raum und dass es dann auch wirklich geklappt hat, hat mich sehr, dass ich dann die letztendliche Nachricht bekommen habe und durch unseren Garten gerannt bin und einfach sehr, sehr euphorisch war und auch natürlich dann wahnsinnig aufgeregt vor dem Auftritt, weil ich noch gar nicht so viel live gespielt hatte davor. Und es hat aber alles geklappt. An dem Abend wurde dann auch noch, oder an dem nächsten Tag um Mitternacht wurde meine erster Song veröffentlicht und wir haben dann alle da am Backstage gesessen und uns das Video angeguckt und so ein bisschen gefeiert. Das war schon sehr, sehr toll. Da sind wir auch auf dem richtigen Thema, Juli. Projekte. Ich würde dich gerne mal bitten, um den Hörern auch die Möglichkeit vielleicht zu geben, wo man dich live sehen kann. Was hast du sozusagen ab Herbst 2022 oder vielleicht schon mal einen Blick ins Jahr 2023 geplant? Was hast du vor? Was möchtest du machen? Gibt es vielleicht noch eine EP oder eine CD inklusive EP? Keine Ahnung, was du verraten magst natürlich. Also wir arbeiten gerade ganz fleißig an neuen Songs. Das heißt, es wird auf jeden Fall neue Musik geben, noch dieses Jahr. In welcher Form, das ist noch nicht ganz fest. Also eine EP oder ein Album oder auch auf jeden Fall erstmal ein paar Singles und wir schauen dann, wie es so weitergeht. Und wir spielen diesen Sommer ein paar kleinere Festivals, also hier in Halle gibt's in Lübeck gibt's Musik und Sterne Festival, auf dem wir zum Beispiel spielen und auch einfach so kleinere Sachen in Nürnberg und Saarbrücken und unterschiedlich. Also sind auf jeden Fall ein paar Termine dabei, 2023 auch schon ein paar Sachen und vor allem sind wir jetzt bei einem Bandförderprogramm aufgenommen worden, das sich Popcamp nennt. Und da dürfen wir dann uns erstmal austoben als Band und ganz viele Workshops genießen, ganz viel zusammen. Also wirklich so 2 Wochen nur an unserer Musik arbeiten und was natürlich ein tolles Privileg ist. Und da sind wir gerade sehr, sehr gespannt drauf, wie das wird. Haben auch schon die anderen Bands kennengelernt. Und das steht jetzt erstmal an. Gut, wo würde man das die Informationen finden? Hast auf deiner Homepage oder bei Facebook, Instagram? Oder, ja, wahrscheinlich überall bist du präsent.
Ich bin überall. Ich will überall. Aber am besten, die genauen Termine findet man auf meiner Website. Da gibt es dann auch immer einen Link zum Ticketshop, falls man hinkommen möchte. Genau. Okay, also wenn du in der Nähe spielst, sollten die Leute unbedingt vorbeikommen und sich auf Stadtrand, auf Polly, auf Anders heute und so weiter freuen. Letzte Frage, Juli, zum Abschluss. Und aus dem Bauch heraus, jetzt klingelt die gute Fee bei dir an der Tür und sagt, Juli, ich erfülle dir drei Wünsche. Welche dürften das sein? Für dich, für die Welt, für die Musik, für was auch immer, also quer durch alle Kategorien, da bist du völlig frei. Okay, also wenn es alles sein darf, als allererstes würde ich, glaube ich, sehr gerne, wäre sehr schön, wenn der Krieg in der Ukraine enden würde, weil das einfach so vielen Menschen gerade so großes Leid bringt, wie natürlich auch alle anderen Kriege auf der Welt. Dann wäre es sehr schön, auch auf einfach die weitere Zukunft zu gucken, halt Klimakrise, das in den Griff zu bekommen, irgendwie, dass die richtigen Menschen, die da die Macht haben, auch mal einfach checken, dass das ein sehr wichtiges Thema ist, auch eben in Bezug auf die Zukunft der kommenden Generation. Und als letztes, ich fände es sehr schön, wenn es im Winter nicht noch eine Corona-Welle gäbe, damit wir einfach wieder spielen können und auch in der Hinsicht eben verschont bleiben und das jetzt ein Ende findet. Das sind, sage ich jetzt mal so, für eine 20-Jährige extrem erwachsene Wünsche. Das freut mich sehr. Ich kann nur hoffen, dass die gute Fee genau zugehört hat, weil ich glaube, das, was du gesagt hast, Millionen Menschen auf dieser Welt sich wünschen, mir eingeschlossen. Also von daher, liebe Fee, genau zugehört haben, bitte, bitte, bitte machen. Juli, ich danke dir recht herzlich für das kurzweilige Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über dich und deine Musik zu sprechen. Und ich drücke dir alle Daumen für deine nächsten Projekte, dass du gesund bleibst. Und ja, vielleicht sehen wir oder hören wir uns wieder, wenn es denn was Neues von dir gibt, Album oder EP-technisch. Danke, dass du Gast meiner Sendung warst. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Das war sehr schön.